Grüß Gott und willkommen bei Konrad Seidels Bier der Woche. Diese Woche unterhalten wir uns über die Kelten. Über die wissen wir ja eigentlich wenig, weil die Kelten waren ein eher kriegerisches Volk. Die haben daher uns einige berühmte Schlachten hinterlassen und wir wissen einiges darüber, wie sie gelebt haben, wie es ausgeschaut haben, wissen wir nicht. Künstler waren es keine besonders großen. Erst in späterer Zeit sehen wir dann, dass die Nachfahren der Kelten, die so heute noch in Schottland und in Wales und in Irland natürlich tätig sind, dass die eine eigene Kunst hinterlassen haben. Aber bei uns in Österreich wissen wir nur, die waren einmal hier, die haben hier große Bedeutung gehabt und sind dann von den Römern verdrängt worden. Dabei haben sie was gehabt, was die Römer gar nicht so gehabt haben, nämlich ein kleines Bier gehabt. Kelten waren schon Bierbrauer und die Brauerei Hubertus, eine Brauerei, die nicht so weit zurückgeht wie in die Keltenzeit, aber immerhin in die Mitte des 15. Jahrhunderts, die haben mit dem Keltenbier ein naturtrübes Wiener Lagerbier geschaffen. Wir sehen also eine sehr, sehr schöne, ganz leicht rötliche Bernsteinfarbe. Es ist ein unfiltriertes Bier. Wir sehen auch ein bisschen Depot, ist noch in der Flasche drinnen. Und ja, ein netter, schöner Schaum. Und wenn wir hinein riechen, bekommen wir natürlich dominant Wiener Lagertypus die Malzaroma. Fast so ein bisschen was Biskuitartiges. Man trinkt an, bekommt einen sehr, sehr weichen, sehr, sehr runden Trunk. Hier sind also jetzt Malzaromen, die auch ein bisschen ins Getoastete, fast ins Geröstete hineingehen. Ganz wenig Bittere, also ein sehr harmonisches Bier, wo die Bittere gerade nur am Schluss dafür sorgt, dass man da nicht zu süß ausklingt. Gerade schön vollmundig. In Wirklichkeit, ich weiß nicht, ob die Kelten so gut gebraut haben. Wir wissen, dass die Brauerei Hubertus, die können das, die sind nicht weit von Wien entfernt und die können natürlich entsprechend ein Wiener Lager auch schön darstellen. Und als Wiener sage ich, wenn ich ein Wiener Lager bekomme, dann will ich dazu wienerisches Essen haben. Also Gulasch gut, also Wiener Schnitzel gut, vielleicht auch ein Schweinsbraten. Naja, probieren Sie es aus. Nächste Woche sehen wir einander wieder bei einem Konrad Seidels Bier der Woche und ich wünsche ein herzliches Prost und hoffe, dass Sie dann auch wieder dabei sind.